Okay, nach nur einem einzigen Kampf gegen einen Galatropo außerhalb von Chichester hat Bisasam Level 16 erreicht. Und ja, wir können ihn entwickeln. Boom. Bisaknoss. Genießt die Ansicht von Bisaknoss, weil werdet ihr nicht mehr oft sehen. So. Bisaknoss, sobald die Knospe auf seinen Rücken groß wird, kann Bisaknoss nicht mehr auf zwei Beinen stehen. Au. Wow. So wird es verkrüppelt. Alles klar. Und da entwickelt sich unser Bisaknoss. Zeig her. Es entwickelt sich zu meinem ersten Starter, den ich je hatte. Bisaflor. Cool. Blütenwirbel, ja, warum nicht? Gucken wir mal. Ist physisch, nee. Ich trainiere auf Spezial, deswegen bringt mir das nichts. Oh. Stimmt, ich habe mir meinen Bisaflor per Zaubertausch halten, ne? Glaube ich. Ja, toll, wo ist denn das jetzt? Hey, einen Moment. Ach nicht. Ich muss noch bis dahin spielen, ne? Ich bin noch in dem Part, wo ich hier, in dem Teil, wo ich hier noch nachspielen muss, bis zu dem Punkt im letzten Part. Deswegen. Aber ich meine, wir haben doch schon Lamus gesehen in dieser Form oder allgemein. Ja, wo ist Bisaflor? Ich bin schon wieder blind. Ich will den Pokédex-Eintrag sehen. Hallo, wo ist it? Wo ist it? Wo ist it? Komm, komm, da. Es nutzt Solarenergie als Nahrung und bringt so seinen großen Blumen zum Blühen. Es geht dorthin, wo die Sonne scheint. Cool, dann mal schon mal die. Na, ich habe das Englische, deswegen. Okay. Gut, haben wir das schon mal. Dann würde ich sagen, es geht weiter mit Fangen. Also ich sehe euch dann wieder auf der Insel. Ciao. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert, das Rüstungs-DLC. Jäger, riechst du das? Frische Luft. Oh, sehr geil. Verbeugt sich. Mehr oder weniger. Hm. Mein Herr. Gut, in dieser Folge werden wir, wie man wahrscheinlich am Titel schon sehen kann, nicht viel Story erleben. Also ja. Wir werden erst einmal hier Folgendes machen. Wir werden zum Beispiel Dickdas suchen in diesem Part. Dickdas. So, weil das können wir ja auch noch schnell machen. Das dauert ja auch nicht so lange, glaube ich, die alle zu finden. Es verstecken sich noch 9 hier. Alles klar. Und das Spiel auch 9 sagt, die noch übrig sind, ist auch nicht schlecht. So, ich habe ein paar Vorkehrungen getroffen. Und so war. Boom. Ich habe mir Dakuma geholt und schon competitive hoch trainiert. Das heißt, wir können jetzt so viele Erfahrungspunkte wie möglich in das Ding reinpumpen. Das wird jetzt nicht mehr ruiniert. Ich habe einige Sachen nachgeguckt, wie diesbezüglich dieses Pokémons und mich also ein ganz klein bisschen gespoilert. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Aber so wie es aussieht, bekommt man dieses Ding nur ein einziges Mal. Und ja, dann muss man sich irgendwann entscheiden, zu was es sich entwickelt auch noch. Und das kann man dann auch nicht mehr ändern. Das heißt, ja, war eigentlich wichtig, dass ich das competitive direkt trainiere, aber sonst ja, hätte ich meine Chance vertan und das ist natürlich ein bisschen kacke. Ist nicht so wie mit Jäger, wo wir uns einfach ein anderes Galagladi hochtrainieren können und dann entwickeln können, ne? So, wie man sieht, ich habe Eier dabei und zwar zwei Pokémon, die ich dann entwickeln werde. Das werden wir dann gleich auch noch machen. Vorsicht, Jäger. Also wir werden heute wieder ein bisschen den Pokédex vervollständigen, ne? Dakuma soll auch noch am besten ein bisschen hochtrainiert werden. Ich weiß, wie die Entwicklung jetzt aussieht und ich weiß noch nicht so genau, in was sich entwickeln soll. Und ich weiß auch nicht so genau, was ich dafür machen muss. Aber finde ich ein bisschen blöd. Das heißt, ich müsste mir jetzt, wenn ich jetzt die andere Form haben möchte, für Schild nochmal diesen Pass holen. Und ja, ich müsste den dann auch nochmal separat holen und dann wieder 30 Euro belächen. Was ich persönlich finde, war es jetzt nicht so eine coole Idee, aber du standst gerade nicht da. Hier gibt es mehr Pokémon-Einträge, ne? Ja, warum nicht?
Oh wei. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ich meine, es ist, oh Gott, jetzt nicht so unglaublich, ja, dramatisch. Das ist, als würdest du dir, also nicht noch mal eine extra Edition irgendwie kaufen, was ja auch schon typisch ist in der Pokémon Serie, weil immer, es kommen immer erst zwei Editionen aus und dann kommt irgendwie noch mal irgendwie eine dritte Edition aus, die irgendwie in jedem Bereich irgendwie besser ist. Also ungefähr so sehe ich die beiden DLCs an, irgendwie so. Du hast jetzt normalerweise nicht eine mehr oder weniger eine dritte, dich haben wir noch nicht, ne? Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt Platz habe, ich überhaupt die richtige Box und also was. Ja, so, wir machen Folgendes: Wir nehmen jetzt einfach das Ding hier und ich habe ein paar Dynamax Raids gemacht in der Naturzone, nicht in diesem DLC-Gebiet, und mir ein paar Bonbons geholt, die ich jetzt in diese Pokémon hier reinpumpen werde, um den einen Level abzugeben, damit die sich dann hoffentlich entwickeln. So, um Schlurp zu Schlupfwäsch zu entwickeln, um so ein Level up haben mit Walzer. Und Walzer habe ich natürlich. Und boom. Die erste Entwicklung dieses Parts und auch definitiv nicht die letzte. Schlupfwäsch. Ich dachte erst, das Viech entwickelt sich per Tausch oder so. Aber das stimmt. Wie gesagt, Diamant und Perle haben voll viele Entwicklungen reingebracht, ne? So, seine sonderbare Zunge kann sich bis auf ein Vielfach seiner Körpergröße ausdehnen. Niemand weiß, wie das möglich ist. Weil sonst alles auch in diesem Universum von Pokémon Sinn macht, ne? So, zur Ruhe. Du musst bitte nur ein Bonbon, damit er wohl reichen. Na. Oh. Das tut nicht so viel. Ich brauche viel mehr, meine ganzen Pokémon auf Level 100 und so zu bringen. Bin ich froh, wenn ich hier immer nur so ein oder zwei brauche. So, und boom. Ein Zoroark. So, mehr und mehr. Seine Artgenossen liegen ihm sehr am Herzen. Zoroark beschützt sein Revier und sein Rudel, in dem es furchteinflößende Illusionen erzeugt. Nachtieb interessiert mich nicht. Ich fahre mir einfach ein neues. Ich nehme an, wir bringen die ganzen Entwicklungen erstmal hinter uns, ne? So, ja, du kannst jetzt die, mit denen ich die Entwicklung fertig habe, können schon mal hier weiter, ne? Du müsstest hier noch mal rein, glaube ich. So, du kommst raus. So, dann als nächstes, du brauchst nur noch ein Level. Du brauchst nur ein Level. Geben euch auch ein paar Bonbons, damit ihr euch schnell entwickelt, mir Pokédex-Einträge geben könnt. Wird wahrscheinlich sowieso nicht machbar sein, irgendwie die zu vervollständigen, den Pokédex. Wahrscheinlich brauchst du irgendwie, es werden nur einige Pokémon, die es nur per Schild gibt, ne, auf der Rüstungsinsel. Oh mein Gott, ehrlich. So. Endlich. Wenn wir noch ein bisschen oft hören hier, glaube ich. So, weit ist jetzt davon der Kopf, ne? Ein Wummer. So, mit den Antennen an seiner gigantischen Schere erfasst es, wo sich seine Beute aufhält und feuert das Wassergeschoss auf sie ab. So, ist jetzt nicht so unglaublich spannend gerade, aber was soll's, ne? So, komm. Ach, mein Gott, ich dachte, jedes Pokémon hat irgendwie so unterschiedliche Erfahrungsbereiche. Keine Ahnung, wie man das nennt, die unterschiedliche Erfahrungspunkte brauchen. Aber anscheinend nicht. Und alle zwei Dinge immer. Okay, das Ding sieht cool aus. Also cool nicht, aber sieht aus wie etwas, was ich benutzen würde in Sonne und Mond. Da ist, glaube ich, aus Sonne und Mond, ne? Dieses Pokémon gleicht einer schönen Blume. Trainiert man es richtig, erstrahlt Mantidae zudem in überaus prächtigen Farben. Okay. Ich will die Pflanze-Pokémon sehen immer am schönsten aus. In den meisten Fällen. So.
Jetzt zwei Pokémon erledigt. Ich meine, entwickelt. Ich weiß immer noch nicht genau, wie viele insgesamt es gibt, aber darauf steuern wir zu, wenn es soweit ist. Ich glaube, von den beiden habe ich jetzt hier die Eier drin. Ich weiß gar nicht, was in den Eiern ehrlich gesagt drin ist. Schon wieder ein bisschen her, als ich die vorbereitet habe, aber ich tue jetzt einfach mal die ausbrüten. Da wird schon irgendwas drin sein, was ich noch nicht habe. Auf jeden Fall. So, ich würde am liebsten so wenig Bonbons wie möglich verschwenden, weil ich werde die immer brauchen, meine Pokémon auf Level 100 zu trainieren. Auf schnellste Weise. Das andere dauert viel zu lange. Aber ich habe jetzt einen EP-Pin, also vielleicht nicht. So, erst hatten wir einen Wummer, jetzt haben wir einen Krawums. Krabooms. So, eins nutzten die Menschen das Gebrüll von Krawums zur Kommunikation zwischen zwei voneinander entfernten Dörfern. Hey Peter, wie geht's dir? Voll krass. Pokémon, die einfach nur so die ganze Gegend schreien. Oh Gott, wäre mein persönlicher Albtraum. So, das Ding wird, glaube ich, competitive oft benutzt, ne? Ach, jetzt habe ich erst, aber du hast schon ein paar Erfahrungspunkte. Ich glaube, ich habe mal versucht, dich zu trainieren, so, aber rückblickend betrachtet geht das hier so viel schneller. Und ja, Fiaro oder Lavados 0.5. Fiaro ernährt sich vor allem von Vogel-Pokémon. Aus den Zwischenräumen seines Gefieders sprüht es Funken, um seine Gegner einzuschüchtern. Cool. Noch eine Monstrosität. Und wenn Pokémon wirklich existieren würden, ne? Ja, wäre die Hölle auf Erden, habe ich so Gefühl. So, noch zwei Pokémon, die sich per Level entwickeln. Ich glaube, von Terrybark habe ich auch ein Ei, ne? Bin mir jetzt nicht sicher. Also geht es auf jeden Fall viel schneller. So, und ich nehme dann an, wir den Rest des Parts tun wir hier noch ein paar Pokémon fangen und Diktas suchen, ne? Wenn wir uns noch mehr Alola-Pokémon abholen können. Das ist auch nicht schlecht, finde ich. Seid Kolossand. Kolossan wird auch als Schrecken der Strände bezeichnet. Er ist manipuliert Sand, um seine Beute zu begraben und sich ihren Seelen einzuverleiben. Ja, wunderbar. Noch ein Pokémon mit vollen verstörten Hintergrund, ey, natürlich. Geister-Pokémon, habe ich recht. So. Ja, gut, ist, wenn wir jetzt irgendwie noch ein Pokémon finden, von dem wir noch nicht die Weiterentwicklung haben, dann können wir jetzt einfach hier fangen. Und boom, entwickeln mit so ein paar Bonbons. So, und das krasse Viech, das Viech ist voll stark. Bisbark, die Wahlin, die hatte schwarz und weiß, die war voll stark mit dem Teil. Bisbark scheint gerne unter Menschen zu leben. Wenn man ein wildes Exemplar fängt, dauert es nur etwa 3 Tage, bis diese zutraulich wird. So, haben wir schon mal das hinter uns. Und ja, hier so Sichler und so was alles, da brauche ich Metallmantel und Tausch und Zutraulichkeit. Darauf habe ich jetzt keine Lust. Also war es halt jetzt fürs Erste. Wir holen noch mal einige unserer schwächeren Pokémon hier rein, mit die auch noch ein bisschen hochleveln für, aber nicht. Und noch alles kommt hier. Ich nehme an, wir sind noch nicht fertig. Eine Story hier im DLC. Na, wie viele Pokémon haben wir denn jetzt? 155 von 161 und das nächste von dem nächsten stehen wir direkt hier schon. Muss die ganze Zeit warten bei uns. Kurelei. Es geht los, Jäger, du schaffst das. Oh cool, mit Animation und so. Apropos Animation, habe ich überhaupt Animation an? Nö. So, ich habe übrigens Wahlband ausgerüstet, damit die Angriffe von Jäger ein bisschen stärker sind. Die Sache auch ein bisschen beschleunigen, glaube ich. Ist jetzt sowieso nur Trug. Ich wollte gerade sagen, ich wollte vielleicht noch Dings hier einsetzen.
Donnerwetter war. Dann habe ich gehört, wie ich gesagt habe, ich habe Wahlband ausgerüstet. Also ja, mir nichts mit paralysieren. Das kann Pokémon aber auch nicht paralysieren jetzt, ne? Also ich wechsle kurz rein und raus. So, Dakuma hat das Glücksei, weil Erfahrungspunkte. Mit seinen Ranken pflückt es Blumen und schmückt es dann seinen Körper mit ihnen. Aus irgendeinem Grund verwelken diese nie. Also ja, ups, nein, ich will noch nicht speichern. Dann machen wir nach Aufnahme, falls irgendwas schief läuft. So, du gehst jetzt erstmal hier rein. Ich weiß nicht, ob du eine Entwicklung hast. Ich glaube nicht. Die Neulinge, die kommen jetzt erstmal da rein. So, Jäger und Boom. Jetzt mal Animation wieder einstellen, weil warum nicht? So, dann geht's weiter. Du gibst mir wieder einen Pokédex-Eintrag, ist egal. Ich werde dir schon die alle finden. Ich brauche deine Hilfe nicht. Ich schaffe das schon allein. Hier sind noch was 8 Stück oder so, stand da gerade. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo die sein könnten. Ich werde die jetzt auch nicht so gekonnt suchen gehen, wenn ich ehrlich bin. Ich werde mehr so Pokémon fangen. Am Ende des Parts kann man diesen einen Typ noch mal ansprechen. Im Sinne von, hey, wir haben ein paar Diktas gefunden. Gib mir was. So. Ach ja, ich habe ja erklärt im letzten Part, dass ich das... Ach, du bist die Radlerfrau, ne? Dass ich noch mal resettet habe, um ein... Oh, ein Bisofunk. Dass ich resettet habe, um ein Dakuma mit... perfekten Wesen und alles was zu haben, ne? Und ja, zum Glück habe ich das gemacht, weil ich dann später irgendwie voll herausgefunden habe, dass man nur eins von denen bekommen kann, ne? Wie ich gerade erklärt habe. Ja, zum Glück habe ich das gemacht, weil sonst hätte ich mich ewig irgendwie ruiniert. Ich weiß, man kann die Wesen mit Dings und so ändern, aber wäre irgendwie voll unnötig. Also ja, gut, ich hatte schon so irgendwie ein Gefühl, weil wir das irgendwie so bekommen haben. Diese Weise. Zum Glück hatte ich recht, Mann, bin ich gut, ey. Ja, Trugele, Schlag und Boom. Ja, Schwertanz. Ich habe irgendwie das Gefühl, du hast so Sachen wie Bodycheck oder so oder Risikodeckel. Deswegen werfe ich jetzt schon mal. Und ja, das Ding kann man irgendwie entwickeln, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, was man machen muss. Weil man hat dann auch wieder nur die Wahl. Das einmal zu machen und du hast dich gerade selber kaputt gehauen, du blödes Viech. Na gut, so viel dazu. Hey, Dakuma hat ein Level up. Hier müssen wir übrigens noch so auf Level 60 bringen, damit der auf dem gleichen Stand wie der Rest unserer Pokémon ist. Ich habe gerade gesehen, wie das bei mir war. Neben mir. Na gut, kein Bisofunk. Wird aber vermerkt, dass das hier ist. So, ein Dumiesel, her damit. Da wird ja wohl einfacher sein, ne? Aber ich glaube, das kann auch Bodycheck, ne? Okay. Trogener Schlag. Ein Volltreffer. Einrollen. Ist Dumiesel nicht vielleicht eins der schwächsten Pokémon überhaupt? Also, vielleicht nicht schwächstes, aber jedenfalls nicht eins der besten. Oder irgendwie voll blöde Attacken und weiß ich nicht, glaube ich, sehr unspektakulär. Viech, sollte ich mal nachgucken, vielleicht gibt es ja echt irgendwie Strategie mit dem Ding. Das kleine Flügel glaubt manche Wissenschaftler, dass es vor langer Zeit fliegen konnte. Dieses Pokémon, das bräuchte man eine Entwicklung. Ich glaub, da haben auch schon viele Leute drum gefragt, irgendwie, weil das Viech irgendwie an sich voll kacke ist. Oh, meine Eier, stimmt. Aber nein, kommt Lurak hier ist mal mit einer neuen Entwicklung, ne? Anstatt hier Entonat war genau. Anstatt irgendwie, weil sie so ein schwaches Pokémon wie Dumiesel.
Anton leider permanent unter Kopfschmerzen. Wenn es seine geheimnisvollen Kräfte freisetzt, sollen die Schmerzen für eine Weile nachlassen. Krass. So, ich halte. Oh, perfekt. Du komm her. Dann brauche ich nicht per Zutraulichkeit entwickeln. Weil ich ein bisschen nervig finde. Gut. Haspiro. Männlich. Kommt mir irgendwie falsch rüber. Wie, ich weiß nicht. Oh Gott. Okay, treff mich bitte. Okay, allein deswegen tue ich jetzt schon mal Bälle werfen. Keine Ahnung, Schlappohr kommt mir irgendwie mehr als ein sehr feminines Pokémon vor. Kann ich mir nicht männlich vorstellen. Dann guckt es euch an. So, weil natürlich Turmkick kann, habe ich ein bisschen Schiss. Weil wenn es damit daneben haut, dann haut es sich wahrscheinlich komplett weg. Und das will ich natürlich nicht. Ne, 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 ne. Jawohl. Gut. Schlapp. Oh, wurde gefangen. Oh, Anton. Sollte Anton aus dem Team ausnehmen. Na, jetzt entwickelt er sich wahrscheinlich gleich noch. Pass auf. Oh, nee, nicht so schnell, glaube ich. Gott verdammt. So, das heißt, ich muss nicht per Zutraulichkeit entwickeln. Nicht sehr gut. Schlapper behält seine Umgehung stets im Auge. Wenn Gefahr im Verzug ist, setzt es sich mit vernichtenden Tritten zur Wehr. So. Ihr beiden seid fertig. So, du bist fertig. Boom, Anton. Hier habe ich extra ihren Platz freigehalten. Ich habe hier irgendwie, ach, wo mal genau so, ja, wollte ich jetzt hier empacken, ne, damit ich die Übersicht wahren kann. Du, die Entwicklung hatte ich auch schon. Schanera, Vonera, ne, Heitera wollte ich irgendwie, also nicht, mach ich auf Screen weiter. So, Kuro, machen Sie sich bereit für nichts tun. So, wir sind ja mal ein paar Diktas. Ich will auch noch so ein ganz kleines bisschen auch noch eine Chance auf den Bisofang. Aber dann haut er wieder Eisenschädel raus und dann ich werfe einfach Bälle. Blöd ist, das kriege ich stark, das haut mich kaputt. Ah. Ja, Gott, der haut mich jetzt wieder weg. Gut, andere Strategie. Donnerwelle. Jetzt soll leider nichts anderes machen. So, dann ja. Ein paar Mal kannst du jetzt ruhig Eisenschädel einsetzen, aber hau dich bitte nicht selber damit kaputt. Bleib drin. Ja. Viel Ender. Mann, ist das Viech krass, ey. Was ist das? Da drin. Nein, Mann. Steinschädel. Oh. Kenne ich gar nicht, die Attacke. Ich kenne nur Eisenschädel. Also habe ich noch einige andere hochlevelige Pokémon, mehr oder weniger. Das ist immer nicht, dass Jäger irgendwie so schnell verreckt, dafür, dass Level 95 ist, ey. Galagladis sind auch ganz schön schwach auf der Brust, ne? Die sind mehr so Glaskanonen. Machen nur viel Schaden, aber halt nicht viel aus. So, und du bleib drin, jetzt komm. Ja. Jawohl. Gut. Jetzt kann ich Jäger schon wiederbeleben, ey. So, aber da Kuma levelt auf. Oh, Nahkampf, cool. Ja, machen wir mal. So, wenn du einen Kopfstoß kann es ein Auto zerstören. Je größer die Fellbüschel an Bisofangs Kopf, desto höher ist sein Rang in der Herde. Wie kann es denn eigentlich so viel Schaden machen? Der Afro, der müsste auch irgendwie den Schaden irgendwie blockieren, ne? Eigentlich. Oder? Ich kann jetzt die Logik von Afrophysik nicht so.
So, sind ja echt keine Diktas. Habe ich mich hier schon mal umgeschaut? Nee, ne? Ich gehe mal hier rein. Hier waren, glaube ich, eine Menge neue Pokémon, die ich noch nicht habe. Okay, guten Tag. Dich habe ich vor kurzem jetzt competitive hochtrainiert. So, die Bäume. Oh, Bäume schüttel ich offscreen. Tun mir so ein Aprikokos hier einkassieren. Da war es hier drin, ne? Ein Owei. 3, 4, 6. Cool. Owei mag zwar Eiern ähneln, ist aber ein echtes Pokémon, das aus 6 Individuen besteht, die wohl telepathisch miteinander kommunizieren. Ja, und dann wird es zu 1, das dann irgendwie nur 3 Gesichter hat. Wie funktioniert denn das eigentlich? Verschmelzen die irgendwie oder was? Stelle ich mir voll schmerzhaft vor. So, block. Wir werden jetzt 1. So, was fehlt mir noch? Okay, irgendwie habe ich hier komisch geordnet. Das verwirrt mich. So. Nein, ich hätte gerne noch. Nein, ich möchte nicht speichern. So. Und meine anderen Team-Pokémon noch rein, damit die noch mindestens Level 70 erreichen. Wird wahrscheinlich nicht passieren, weil wir so wenig Erfahrungspunkte kriegen. Selbst mit EP-Pin. Aber egal. Emolga, du komm her. Wo bist du denn eingeflogen? Ja, okay. Emolga, komm. Es regnet. Oh nein, wenn er jetzt Donner hat, ne? Dann wird das ganz schön wehtun. So, hat Emolga Statik? Ja. Nein, Emolga war, glaube ich, eins meiner Team-Pokémon in Schwarz und Weiß. Ist ausnahmsweise mal irgendwie ein Pikachu, Pikachu-ähnliches Pokémon war, das sogar gut war, glaube ich. Zack. Ich mag diese ganzen Pikachu-Verschnitte hier, so Plusel, Minon, Emolga, Pachirisu. Also all diese Elektronager mit den japanischen Namen. Emolga fliegt anmutig durch die Lüfte und entlädt dabei Strom. Ist zwar niedlich, kann aber auch für viel Ärger sorgen. Ich mag allgemein Pikachu. Ist auch eines meiner Lieblings-Pokémon. Was irgendwie komisch ist, weil normalerweise, weiß ich nicht. Ich bin immer so ein Hipster und mag irgendwie alle anderen Charaktere irgendwie mehr in Spielen, Serien, allgemein eigentlich alles. Weil ich mir dann voll krass vorkommen, ne? Oh, Tangela. Haben wir auch noch nicht. Aber Pikachu habe ich schon immer gemocht. War immer eins meiner Lieblings-Pokémon. Kleine Elektromaus. Und ich habe auch oft irgendwie immer eins im Team gehabt. Wenn ich irgendwie die Chance dazu hatte, eins ins Team nehmen zu können. So. Ich glaube, das Ding entwickelt sich auch mit Antikraft, ne? Ich glaube ja. Habt ihr übrigens gewusst, dass Tangela eins der einzigen Pokémon, ich glaube sogar das einzige Pokémon ist, das reine Pflanze ist in der ersten Generation? Oh nein, das wird jetzt nervig. Ist mir früher nie aufgefallen, aber fast alle Pflanzen-Pokémon in der ersten Generation waren zur Hälfte Gift. Dieser Samen. So. Knuffenser, Mirapla, alles Gift zur Hälfte. Deswegen habe ich irgendwie eine sehr lange Zeit geglaubt, dass Pflanzen-Pokémon anfällig gegen Psycho sind. Weil irgendwie jedes Pflanzen-Pokémon zur Hälfte Gift war. Und Gift ist ja anfällig gegen Psycho. Deswegen habe ich irgendwie voll lange geglaubt, Pflanzen ist anfällig gegen Psycho. Ich dann irgendwann gemerkt habe, nee, warte mal, alle Pflanzen-Pokémon sind in Wirklichkeit zur Hälfte Gift. So, seine wahre Stelle ist weiterhin ein Mysterium, da sie von Ranken verdeckt wird, die unaufhörliche nachwachsen, selbst wenn sie abreißen. Ah ja, stimmt. Da gibt es ja auch noch. Da stand jetzt, wie viel habe ich jetzt nicht gelesen. Egal. So, Aprikoko gelb. Da sammeln wir diese TP ein, die wir wahrscheinlich schon haben. Schlammwoge, ja. Er wird mich auf den Arm nehmen. Diese Dinger kann man ja fangen. Krass. Ich gar nicht mit dem Master hier rumtauschen können müssen.
So, das ist ein Item. Die Items, als ich hier durch das Gebiet noch mal durchgerannt bin, um die Story nachzuholen, habe ich die ganzen Items hier nicht eingesammelt. Also kann sein, dass hier vielleicht noch einige liegen, die ich nicht. Oh, perfekt. Ich habe jetzt erst gedacht, boah, ist voll nervig. Ich bin in Pokémon reingerannt, aber war sogar eins, das ich nicht habe. Und ja. Also ich habe alle Items, die jetzt hier am Boden liegen, komplett ignoriert. Weil ich jetzt nichts irgendwie aufsammeln soll, wollte so offscreen. Jetzt alles hier nachgeholt. Auch super Wurf. Ich dachte, wir würden mehr Dickdas finden, ehrlich gesagt. Zweimal ehrlich gesagt gesagt. Ehrlich gesagt, ja. Aber die sind doch ein bisschen mehr versteckt. Sonst, wenn ich die nicht suche, finde ich sie überall. Aber ja. Bis heute kann niemand genau sagen, wieso Tampiknion ein Pokéball-Muster aufweisen und welchen Zweck diese erfüllt. Um andere zu täuschen. Duh. Hüpft durch die Gegend. Ich dachte, er wird fliegen die ganze Zeit. Voll Idiopose, so verschränkten Arm, so Jahre oder so. Ja, ich weiß, war nicht der richtige Charakter. Ja, wisst, worauf ich hinaus will. So. Finde ich gut, dass man dieses extrem nervig zu entwickelnde Pokémon nur einfach so fangen kann. Aber auch ich habe neuen Pokédex hier so verzeichnet, dass ich dich fangen soll. Ich fand Kavalanz das sowieso immer besser. Das habe ich auch entwickelt und competitive trainiert und so. Das ist ganz schön stark. Das ist unglaublich langsam, aber unglaublich stark. Vielfache Feuerschwäche, aber ja. So ist gut. Gut gelungen. Oh, ich merke gerade, ich habe ja noch stimmt, ich habe ja noch dieser Floor, da muss ich auch noch hoch trainieren. Ich glaube, das ist schon Level 60, ne? Nee, mir ist aufgefallen, ich habe ja noch zwei Parts, die ich hier vorne dranhängen muss, und ich habe jetzt irgendwie die Zeit nicht mit eingerechnet. Ich glaube, da waren noch so 2-3 Minuten, die dazu kommen, ne? So, es ist zwar artverwandt mit Thermopod, aber jedes Mal, wenn sie sich die Beine beim Weg krabbeln, streiten sie ihr bittert miteinander. Oh. 165 von 168. So, und jetzt findet das Ding schon wieder nichts. Gut, alles klärchen, dann hier ist noch ein Dickter. Ja, die Dickter belohnen wir uns ein andermal ab, würde ich sagen, ne? Was? Im Fokus Forst, das so. Ich stand jetzt, ich dachte, das ist das schon Fokus. Gut. Dieses Dickter hatte einen Fokus, gut, der gehört jetzt dir. Gut. Komm, finden wir hier noch ein paar Dickters. Hier waren, glaube ich, noch welche, die ich aber nicht eingesammelt habe. Oh. Noch ein paar hier einstecken. 14 auf der Fleißebene. Gut. Alles klar, würde ich sagen, ich bin den Part hier. In den nächsten Part muss ich nicht tun, mal noch ein bisschen weiter fangen, ne? Warum nicht? Wir sind gerade so gut drin, ne? Und ja, läuft doch ziemlich gut, finde ich. Und ich will ja DLC auch nicht zu schnell zu Ende machen, ne? Nee, niemals zu schnell. Und ja. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like, ein Abo, Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.